dieser Rekordzeit. Die offizielle Nagano-Band. Helmut Terlet. Ilas Terletos. Hallo, meine Damen und Herren. Ich sage es, es ist für uns schon fast Routine geworden. Schon wieder Gold für uns in Nagano. In der erotischsten Sportart überhaupt. Doppelsitzer rodeln Männer. Stefan Krause und Jan Behren. Eine Traumspanne. Und wir müssen mal eins richtigstellen. Was ist das Wichtigste für uns? Medaillenspiegel. Platz 1. Wir. Und danach? Ja, wer denn? Und jetzt kommt die Sensation, meine Damen und Herren. Wer liegt vor den USA? Wer liegt im Medaillenspiegel vor Japan? Thüringen! Sensationell, oder? Thüringen, das großartige Bundesland, liegt vor den USA und Japan im Medaillenspiegel. Ich muss sagen, Gold beim Doppelsitzer Herrn, es muss endlich mal Schluss sein mit diesen dummen, bösartigen Diskriminierungen im Sinne von Gold im schwulen Taxi, ja? Oder diese goldige Doppelwurst. Das ist eine Top-Sportart und ich finde Doppelsitzer, ja? Wenn Sie finden, Doppelsitzer sieht schwul aus, dann schauen Sie mal Eiskunstlauf der Herren. Da geht es um Ausdruck. Und ich vermisse eigentlich, Thorvald Dean. Erinnern Sie sich noch an Thorvald Dean? Die lagen immer 10 Minuten ausdrucksstark auf dem Eis, bevor es überhaupt losging. Zum Bolero. Das hat den Eiskunstlauf revolutioniert. Man fragt sich ja eigentlich, wie entstand Doppelrodeln der Herren? Indem man irgendwie in jungen Jahren zu Hause mit dem Kumpel auf dem Sofa sitzt. Wie reagieren Eltern, wenn der Sohn ihnen sagt, damit ihr es wisst, ich gehe zum Doppelsitzer? Ähnlich wie so, ich gehe ins Ballett. Das sind ja Sportarten, die man eigentlich eher als ungewöhnlich bezeichnen kann, oder? Ich finde, und ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, denn das Wochenende steht vor der Tür, Doppelsitzer-Rodeln ist ein bisschen wie Sex. Oder? Man liegt aufeinander, ja, wackelt so ein bisschen rum. Der untere hat, glaube ich, nicht so viel davon. Nach 2 Minuten ist man fertig. Und wenn man Glück hat, kommen beide gleichzeitig an. Heute Abend. Und der Intendant Professor Stolte hat mich gebeten, diese offizielle Geste zu machen, wenn ich die Gäste ankündige. Denn sie kommen beide von ihrem ZDF, Deutschlands attraktivste Nachrichtenmoderatorin, meine Damen und Herren, und einer der großen Stars der ZDF-Unterhaltung. Bei uns zu Gast heute Abend Katrin Müller und Thomas Orner. Liebe Herzblatt-Fans, wir sind ein bisschen wehmütig. Wir sind ein bisschen wehmütig, meine lieben, verehrten Herzblatt-Fans, denn heute war der letzte Aufzeichnungstag bei Herzblatt mit der Moderatorin Hera Lind. Ja. Zu Recht. Trauer, Wut, Enttäuschung, Verzweiflung. Unsere liebe Freundin Hera Lind, wissen, vierfache Mutter, Bestseller-Autorin, Millionen lesen ihre Bücher. Hera Lind hört auf mit Herzblatt und die Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Fragen Sie mich nicht, was das ist, aber die Redaktion des Bayerischen Rundfunks sagt, wir wünschen uns als Nachfolger von Hera Lind bei Herzblatt als Moderator, Achtung, Wigald Boning. Können wir nur sagen, wir auch. Und
Hera Lind möchte ihre Erarbeitungen als Moderatorin vom Herzblatt verarbeiten in einem neuen Roman, Titel Das Schattenwand-Weib. Wenn Wigald Boning Nachfolger wäre, hätte es einen großen Vorteil, er könnte die Klamotten von Hera Lind auftragen, nur die Hosen müssten ein bisschen gekürzt werden. Ja? Die Sendung soll dann allerdings nicht mehr Herzblatt heißen, sondern Drei Stühle, eine Meinung, Olli Dietrich spielt sämtliche Kandidaten. Ja? Sie wissen im Sinn von, hallo Kandidat 1, du gehst gerne tanzen und schwofen, dann bin ich vielleicht ein Typ. Oder? Haben Sie auch immer gesehen, Herzblatt, all die Jahre. Erst mit Rüdi, dann mit Fähndrich. Und jetzt mit Hera war es sehr, sehr kurz. Ich war so überrascht, wenn Wigald Boning wirklich Herzblatt übernehmen sollte, das ist ein bisschen, als wenn man sagt, neuer Moderator bei Piep, Heinz Schenk. Oder? Heinz. Neu! Neues aus der Forschung. Unsere Forscher. Tag aus, Tag ein, forschen Sie. Jetzt haben Sie etwas ganz Wichtiges entdeckt, nämlich, wo ist das Lachzentrum? Hat Sie doch alle schon immer interessiert, oder? Wo ist das Lachzentrum? Und zwar, man hat geforscht, ernstes Thema nach den Ursachen von Epilepsie. Und dabei hat man festgestellt, das Lachzentrum liegt im linken Stirnlappen des Hirns, also ungefähr hier. Achten Sie mal drauf. Vielleicht, viele haben gesagt, das Lachzentrum ist eigentlich doch im Keller, oder? Nein, wenn Sie zu Hause sich wegschmeißen, heute Abend zum Beispiel, achten Sie mal hier, ob es da bei Ihnen vibriert. Das linke Stirnlappenzentrum. Bei uns in Köln muss ich sagen, uns ist egal, was die Forschung rausfindet. Wir brauchen kein Stirnlappen. Bei uns in Köln küttet Lache vom Herzen. Der linke Stirnlappen. Für mich ist das sehr wichtig zu wissen, weil ich habe mich schon oft gefragt, abends komisch, komisch, komisch. Warum funktionieren eigentlich diese rechtslappigen Witze nicht? Jetzt weiß man's. Ja? Es ist eigentlich insofern falsch zu sagen, ja, er lacht aus vollem Halse, sondern es muss jetzt heißen, er lacht aus proppevollen Stirnlappen. Ich hab mich weggeschmissen. Das sind ja die drei Kriterien. Wir haben uns weggeschmissen, wir lagen alle flach und wir haben uns abgerollt. Ja? Und uns hingen vor Lachen die Stirnlappen vor den Augen. Und es gibt, Moment. Seien Sie sparsam mit Ihrem Enthusiasmus. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt sozusagen teilweise sich Kleider vom Leibe reißen, wenn Sie hören, was ich Ihnen als nächstes berichte. Unser charmantes, fantastisches, humorvolles Lieblingsnachbarland Holland. Tolle neue Idee aus Holland. Die Grünen in Holland fordern Liebeskunst als Unterrichtsfach in der Schule. Das ist mal ein toller Vorschlag, oder? Liebeskunst. Schon den kleinen Käschen soll und Mädchen beigebracht werden, der richtige, respektvolle Umgang in der Partnerschaft und wie man die Angebetete anspricht. Eine tolle Idee. Liebesunterricht schon in der Schule. Ich meine, wie wurden holländische Kinder bisher aufgeklärt? Ja? Komm mal her, Pieter. Du hast dich sicher schon mal gefragt, warum der Wohnwagen ab und zu mal so wackelt. Ja, Pieter. Liebeskunde in der Schule, ich habe mich erinnert, das hieß bei uns früher große Pause oder Hilfestellung beim Sport. Kennen wir doch auch diese Sportlehrer in diesen weiten, ausgebeulten Hosen damals. Ja? Unser eins knallte frontal gegen den Bock. Ja? Und irgendwie Ursel, die schon mit 12 solche Dinger hatte, ja? Die wurde von 4 Pädagogen aufs Reck gehoben. Ja, das muss doch mal gesagt werden. Sie wollten gar nicht.
Selbstverständlich gibt es auch ein holländisches Buch der Liebeskunst, ein holländisches Kamasutra. Und die tollste Stellung im holländischen Kamasutra heißt Der fliegende Holländer. Kann ich zu viel verraten, schauen auch Kinder zu, aber sie brauchen dazu einen Schlafzimmerschrank von mindestens 4 Meter Höhe. Ich meine sicher, das muss natürlich für die holländischen Eltern auch eine Umstellung bedeuten, oder? Gibt Zeugnisse? Ja. Ding dong, die Kinder kommen nach Hause. Mutti, guck mal, eine 1 in Ficken. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Nagano, ich hoffe, unsere sensationelle Sieger, bitte beruhigen Sie sich wieder. Ja. So unglaublich. Die ersten sagen schon, wie komme ich hier nach Holland? Ja. Fantastisch, meine Damen und Herren. Schon wieder Gold für uns. Und wir schreiten zur Siegerehrung unserer heutigen Doppelsitzer-Rodel-Olympia-Gewinner. Meine Damen und Herren, die Ehrung der heutigen deutschen Goldmedaillengewinner wird vorgenommen von Frau Asenbaum, Harald Schmidt und Özgür. Ladies and gentlemen, here to honor today's German gold medalist are Frau Asenbaum, Harald Schmidt and Özgür. Mesdames et messieurs, 90 Winskartons sur le pont d'Avignon, Frau Asenbaum, Harald Schmidt et Özgür. Ich hoffe wirklich, die Wand reicht. Gott sei Dank haben wir unsere alpinen Skifahrer, sonst wird es vielleicht ein bisschen eng. Aber auf die ist Verlass. Heute, wir sind kurz vor der Wochenende, Freitag, und den ganzen Tag ging es schon los. Ja, heute, oh, weißt du, was heute für ein Tag ist? Freitag, der 13. und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, ja, die ständige Vorsicht, schwarze Katze, Kaminkehrer und so weiter, auf Holz klopfen. Bitte, wer es braucht, wir nicht. Wir sind nicht abergläubisch. Und wenn ich sage, wenn Sie an Freitag, den 13. glauben, ich sage nur, ha! 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 Wir nicht! Ja. Nicht hier in Sat 1, wo das Leben kommt. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, mal ein herzliches Dankeschön und ein Riesenkompliment an Sie, unsere Zuschauer. Es ist unglaublich, wie Sie mitarbeiten, wie Sie jede Sendung mit sehr viel Liebe verfolgen und wie Sie uns auf immer neue Ideen bringen. Schauen Sie mal an, diesen Hund, ein Knaller. Ich habe ihn oft gezeigt, ich zeige es nochmal. Man drückt hier drauf, die Augen blinken und er spuckt Feuer. So, ist doch süß, ist doch schön, freut man, wenn man ihn hat. Aber unsere Zuschauerin Katrin Wiegand aus Eschborn schickt uns ein Päckchen. Wir machen dieses Päckchen auf. Und was nehmen wir raus am Tag, als Deutschland Doppelsitzer-Rodel-Weltmeister wurde? Und jetzt Achtung. Schauen Sie mal genau, was jeder der beiden Hunde macht. Ist doch sensationell. Ich zeig's mal von vorne. Weil die vorne sprüht Feuer und hinten blinken die Augen. Nochmal. Das ist so großartig. So viel auch mal zur Frage, was machst du eigentlich am Wochenende? So, es geht weiter. Unser Liebling des Monats Februar, Jens Weißflog, meine Damen und Herren. Und Sie sehen es. Jens teilt sich sozusagen gerade den Rahmen. Er teilt sich den Rahmen mit Margit aus Worms, die momentan ganz vorne liegt. Sie wissen ja, wir suchen eine neue, attraktive Frau.
anstelle unserer Pam, die sie von uns verabschiedet hat. Und der Aufruf zur Bewerbung läuft. Bitte schreiben Sie uns und schicken Sie uns Fotos. Jens Weißflog ist mittlerweile ein solcher Megastar, dass er ganz groß ins Merchandising eingestiegen ist, in den Andenkenverkauf. Er verdient Milliarden. Und ich kann Ihnen sagen, gehen Sie in die Videothek, holen Sie seinen neuesten Spielfilm. Das Leben ist wie eine Sprungschanze. Man weiß nie, wo man landet. Jens Weißflog ab jetzt in Forrest Gump. Wachs auf der Latte. Und wenn Sie sagen, ja, das genügt mir noch nicht, atemberaubende Spannung, Jens Weißflog in Miami Weißflog. Nicht zu vergessen, erschienen im Buchverlag Hasenscharte mit einem tollen Emblem. Das neueste Buch von Jens Weißflog. Vier Chancen für ein Halleluja. Teil 2 auch. Früh am Tisch. Und der absolute Megaknaller, Jens Weißflog mit seinem Bestseller, Ich gehe noch mal auf den Sprung raus. Für unsere Allerkleinsten, das hier, Jens in der Box. mit Goldmedaille, ja? Nur echt mit Goldmedaille. Oder wenn Sie lieber rustikal haben, wer erinnert sich nicht noch an den Lachsack? Jetzt gibt es aus dem Jens Weißflog Fanartikelshop den Sachsensack. Einmal drücken und schon geht's los. Ei, verpipsch doch mal. Nee, das darf doch nicht wahr sein. Ach du liebes bisschen, ja, wo bin ich denn? Nee, ich dreh so. Was Schönes. Und Sie wissen, das ist das neue Star-Kommentatoren-Duo bei internationalen Skisprungwettbewerben. Jens Weißflog und Norbert König. Und passend dazu jetzt das neue T-Shirt mit diesem Aufdruck. Ein kleiner Scherz, oder? Ein kleiner Scherz für jede Jahreszeit. Und das hier wird, da bin ich mir sicher, der absolute Renner. Liebe Kinder, zu dieser Schanze gibt es ganz viele Jensis, denn ihr könnt damit ganz verschiedene Dinge machen, zum Beispiel in der Idealhaltung. 3, 2, 1. Faszinierend, oder? Oder er macht es, wie man es früher gemacht hat, die Arme ein bisschen weiter vor. Und los geht's! Du solltest das mal in Zeitlupe anschauen. Ja? Wie perfekt da die Haltung ist. Das ist die Zeitlupe. sieht man die ideale Haltung, meine Damen und Herren. Und immer mehr neue Sportarten machen Furore bei Olympia. Und ich sage nur eins. Halfpipe-Goldmedaille für uns gestern. Und das ist die Sportart, die wir in Zukunft bei Olympia sehen wollen mit unserem neuen Star-Teilnehmer. Amateure. Ein Sportler, der den olympischen Gedanken wirklich verinnerlicht hat. Der Knödel Sepp. Ja, vor 4 Jahren in Lillehammer, da bin ich knapp an einer Medaille vorbeigeschlittert. Aber diesmal, da will ich Geschichte schreiben. Eine unserer ganz großen Goldhoffnungen für Nagano. Deshalb schindet der sympathische Naturbursche seinen Körper täglich 18 Stunden lang. Und das ist im Grunde ja nur für ein Butterbrot. Dabei ist das Schlittern Volkssport Nummer 1 und noch dazu ideal fürs Fernsehen. Um das zu kapieren, muss man den 9-fachen deutschen Schlittermeister nur einmal im Training gesehen haben. Er wird dabei einfühlsam korrigiert von seinem Trainer Lev Deppert. Die Arme höher, du Schwuchtel! Du Drecksau! Dir reiß ich den Arsch auf! Deppert ist keiner, der nur streichelt.
Denn schließlich zählt beim Schlittern nicht alleine die bloße Weite, sondern auch die Haltungsnote. Hier beherrscht Knödel nicht nur perfekt die sogenannte Rückenmarklandung. Soll ich denn alles selbst machen, du Pfeife? Sondern er ist auch der Erfinder des doppelten Knödels, der keinen Punktrichter kalt lässt. Kaum einer kennt Knödel im Übrigen privat so genau wie sein Trainer. Nun ja, wie es halt so ist auf dem Dorf. Dem Knödel selbst seine Eltern, das sind Geschwister. Das Material, das ist super wichtig. Für die Sohle. Da nehmen wir nur das Leder von Kuhbabyärschen. Das ist sauglatt. Aber damit es abgeht wie eine Rakete, da brauchst du noch einmal was ganz Besonderes. Das richtige Schuhsohlenwachs ist das A und O beim Schlittern. In täglicher Handarbeit werden im Trainingsquartier junge Iltisse masturbiert. Und so gewinnt man eine rein ökologische Zaubersubstanz. Wir haben also allen Grund zur Hoffnung, dass es in Nagano was wird mit der olympischen Goldmedaille für das Mutterland des Schlitterns. Go for Gold, Knödel Sepp. Wir drücken die Daumen. Wir ahnen es. Ein Ferngespräch mit unserem supermodernen Hightech-Telefon. Und zwar haben wir uns gedacht, in Japan, in Nagano, muss es jetzt ungefähr 3 Uhr morgens sein. Das ist eigentlich die Zeit, wo man schon mal gefeiert hat. Da ist das erste Zeichen. Und da rufen wir doch mal an im Thüringer Zelt, wie da jetzt um 3 Uhr morgens die Stimmung ist. Das dauert mit Japan, das ist ja... Oh, da ist das Freizeichen. Hören Sie? Japanische Freizeichen. Es kann eigentlich nicht mehr sein, dass da jetzt keiner da ist, oder? 3 Uhr morgens. Man feiert ja da eigentlich in den nächsten Wettkampftag rein. Hallo. Ja, Harald Schmidt, grüß Gott. Ich rufe aus Deutschland an. Bin ich im Thüringer Zelt? In der Tat. Ja. Sie sind es. Wie spät ist es denn jetzt bei Ihnen? Oh, genau Uhrzeit habe ich nicht. Sagen wir mal ungefähr. Muss ich passen. Ralf, wie spät ist es denn jetzt? Ralf. Darf, ja? Darf ich mal fragen, mit wem spreche ich 4 denn? Uhr, 4 Uhr 37. 4 Uhr 37. Habe ich Sie geweckt? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Mit wem spreche ich? Nein, wir sind doch... Mit wem spreche ich denn bitte? Mein Name ist Petzold. Herr Petzold, sind Sie, haben Sie eine Goldmedaille gewonnen, von der wir noch nichts mitgekriegt haben? Nein. Nein. Welche Funktion haben Sie denn im Thüringer Zelt? Ich bin hier im technischen Dienst. Das heißt, Sie bewachen jetzt das Zelt? Sozusagen. Richtig. Ist das Zelt denn jetzt bis auf Sie und Ralf leer? Ja. Ja. Sie sind zu zweit. Jawohl. Sie sind aber kein Rodler, oder? Nein, ich bin kein Rodler. Herr Petzold, Sie hören das Publikum. Die Leute hier sind begeistert. Und freut mich. Wir alle sind sehr begeistert. Wir verfolgen das jeden Tag mit großer Begeisterung hier in Deutschland. Und wir sind stolz darauf, dass Thüringen im Medaillenspiegel vor Japan und den USA liegt. Ja? Wussten Sie das? Wir haben das auch registriert. Ja? Das ist Abschnitt hier gelesen, ja, der hier ausliegt. Ja, und das ist eine tolle Sache. Was passiert denn so im Thüringer Zelt, sag mal, wenn die Athleten jetzt vom Rodeln oder vom Schlittschuhlaufen reinkommen? Was passiert denn da? Gibt es ein Buffet? Nun, es gibt hier typisch thüringisches Essen. Es ist sehr belebt natürlich, das Zelt. Ja? Gern besucht. Was ist typisch, thüringisches Essen? Zum Beispiel Krautroulade gibt es hier, ja? Thüringer Rostbratwurst. Oh, lecker, ja. Ja, schmeckt ja lecker. Und eine Frage ist auch, ja? Es ist auch von Thüringer Köchen zubereitet und entsprechend nach den Rezepten hier eben angefertigt. Ja. Herr Petzold, eine Frage. Ja. Kriegen die Athleten auch was oder nur Funktionäre bei Ihnen? Ist für alle? Nein, natürlich für alle. Ja, und es kommen aber nicht nur Thüringer, sondern es sind auch internationale Gäste da oder andere aus der deutschen Nationalmannschaft.
Im Wesentlichen treffen sich hier auch Thüringer Gäste, denke ich. Also die Mehrzahl der Thüringer Sportler. Ja. Herr Pitzold, wie lange geht jetzt noch Ihre Schicht? Jetzt haben wir 4.30 Uhr. Wie lange müssen wir noch machen? Bis 9 Uhr heute. Und dann können Sie ein bisschen hinlegen? Ja, ja, genau. Dann werden Sie abgelöst. Bitte, liebe Grüße von uns aus Deutschland an sämtliche Medaillengewinner überhaupt. Ja? Vielen Dank. Vor allem an das Thüringer Team. Und vielleicht könnten Sie uns mal ein Foto schicken von sich und Ralf. Das könnten wir dann auch hier, wir haben eine Goldmedaillenwand, wo wir alle Goldmedaillengewinner haben. Ja? Dann könnten wir das mit dazu hängen, weil es wäre auch mal schön, so die Menschen im Hintergrund, die den reibungslosen Ablauf garantieren, ein bisschen kennenzulernen. An die Adresse der Harald Schmidt Show in Köln. Ja? Machen wir gern. Dankeschön. Ich danke. Gut Holz, gut Wachs und rodelfrei, Herr Pitzold. Ja. Es ist toll, Herr Pitzold. Er bewacht das Thüringer Zelt und sorgt dafür, dass das alles reibungslos funktioniert. Hey Kids, liebe jüngere Zuschauer, es gibt einen Sänger, der kriegt zurzeit, glaube ich, pro Tag zweimal Platin. So erfolgreich ist seine Platte. Und ich habe mir gedacht, ich mache euch ein kleines Geschenk. Jetzt zum Wochenende eine kleine Überraschung. Ich singe mal seinen derzeit größten Hit für euch nach und nehme es mit meiner Videokamera auf. Hier ist mein Geschenk an euch. Harald Schmidt singt die größten Hits von Cappuccino. Heute. I miss you. Ich betrete unsere Wohnung zum ersten Mal allein. Die Stille ist so schön, genauso sollte es immer sein. Mein Wunsch war es oft, dass du nicht mehr bei mir bist. Doch jetzt ohne dich merke ich erst, wie es ist. Die Jahre sind vergangen und ich fühlte mich gefangen. Nun bin ich frei, doch habe Tränen auf den Wangen. Das Verlangen nach dir wird und wach zu spät. Ich lieg da und mach die Nacht zum Tag und den Tag zur Nacht. Kann vergeben den Schmerz, doch verliere die Schlacht. Ich hab gedacht, ich bin stark, brauche nur mich. Ich hab gedacht, dass sie sagt, ich liebe dich nicht. Jetzt sitz ich also hier bei Kerzenschein, sehe Schatten an der Wand, doch der Schatten ist allein. Mein Herz ist kalt, ich glaube, ich erfriere. Komm doch zurück, du fehlst mir. Diese Geschichte. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Und Träne. Mein erster Gast, ein lieber, ein enger Freund unserer kleinen Familienshow, meine Damen und Herren. Voller Wisch. Versteckte Kamera. Am 23. März geht es los. Jeden Nachmittag mit einer Talkshow im ZDF. Mensch Orner, und er hat vergangene Woche die Verleihung der Goldenen Kamera in Berlin moderiert, die am 15. Februar, jetzt am Wochenende, zu sehen sein wird. Herzlich willkommen, Thomas Orner! Ist das der Sonntag jetzt? Oder der das Samstag? Das ist der Sonntag. Sonntag. Heute der Sonntag um 21.45 Uhr. Die Verleihung der Goldenen Kamera. Es war ja wieder alles da, was die gut Bude und war voll. Ist. Die Bude war voll. Also Kevin Costner, Marian. Richtig, Gildo Horn, das war das Faszinierendste überhaupt. Also Gildo Horn war der Laudator für die Kelly Family. Nein! Doch! Das fand ich so mutig und so toll zu sagen. Ja. Die haben auch so gut zusammengepasst. Ich habe gedacht, der wird jetzt mit seinen Haaren adoptiert von der Kelly Family, weil die haben so harmoniert dann, als er ihnen den Preis übergeben hat. Das war schon bleibend. Und die Kelly Family war aber richtig schick gewandet, ne? Habe ich gesehen. Und also viele waren überrascht. Die waren ein bisschen anders, als man sie sonst kennt. Die einen ist ja die Kelly Family so die älteste und größte Altkleidersammlung der Welt. Aber diesmal haben sie wirklich... Diesmal haben sie sich richtig in Schale geworfen. Also ich weiß nicht, woher sie das hatten, aber so Secondhand mindestens. Ja, und wie war das mit einem Weltstar wie Kevin Costner? Kevin Costner, super Typ. Also hinter der... Relaxed. Also wie ein Bodyguard. Hi, hello. Also das war simultan. Also der hat diesen Knopf im Ohr, aber es war wie bei Bodyguard, bei Whitney Houston immer. Ja. Aber kam, okay.
Und du hast Hallo gesagt, Herr Kostner, hier ist Ihre Auszeichnung. Und der Mann war richtig aufgeregt. Wirklich, wahr? Das hätte ich nie gedacht. Ich meine, der hat 7 Oscars gewonnen für Der, wenn du im Rolf tanzt oder heult. Goldene Kamera, hast du gesagt, naja, das nimmt jetzt mal so links mit. Der hat den ganzen Tisch abgeräumt. Da waren lauter anderen Texte für die nächsten Laudatorin, die was aufsagen sollten. Der hat alles abgeräumt vor Hektik. Und hat sich dann wieder hingesetzt. Und dann mussten wir ihm erst mal bitten, dass er wieder die Texte zurückgibt, weil die anderen hatten nichts mehr zu sagen. Also, ja, das war ein Problem dann. Und Otto Sander stand dann da. Der kam nach Kevin Kostner. Und musste irgendwas improvisieren, weil der sollte eine Laudatio halten für seine Kinder. Ja. Und ja, Kevin Kostner hat halt die Laudatio von Benno Meret Becker. Weggeweht. Einfach weggeweht, der wusste auch nicht, wo es ist, der war immer noch da unten aufgeregt gesessen. Und ist es richtig, ich habe in der Zeitung gelesen, Kevin Kostner hat Matthias Reim umarmt, weil ich dachte, das wäre MacGyver. Es war nicht sein Abend. Es war nicht sein Abend. Es war nicht sein Abend. Das finde ich großartig. Das finde ich toll. Es war wirklich, es war nicht sein Abend. Und wie hat der Matthias Reim reagiert? Das habe ich nicht mitbekommen. Also das war ja dann schon nach der Verleihung und ich war am Tisch von Til Schweiger gesessen und Til Schweiger hat die goldene Kamera vergessen. Also das war irgendwie... War die gesamte Lindenstraße da, das gesamte Ensemble der Lindenstraße? Nein, es waren die 16 Anwohner, die seit Anfang an dabei sind, die sich ja nicht nehmen lassen. Und die waren potsauer, dass jeder nicht eine Kamera bekommen hat, sondern sie mussten einmal durchreichen. Und zum Schluss... Nein. Zum Schluss... Das ist aber ein bisschen armselig, finde ich, oder? Wirklich wahr? Und wer hat sie in Mutter Beimer entgegengenommen? Ja, jeder hat so ein bisschen Gold abgekratzt, kennst du ja, von der Lindenstraße. Ja, ja. Weißt du? Ja. Und dann gleich wieder weiter. Das ist aber doch, ich meine, hätte jeder... Else Kling wollte gleich den wieder machen. Ja. Aber da hätte doch jeder eine haben können. Eigentlich ja. Oder? Eigentlich ja. Aber ich meine, die Serie wird noch so lange laufen. Ich glaube, da werden wir jeden durchkommen. Also, und wie waren die beiden alten Französischen, Delon und Belmondo? Kein Wort verstanden. Also ich habe Französischunterricht immer abgeschrieben. Ja. Aber das sah sehr gut aus. Aber die waren auch begeistert, wussten, wo sie sind. Und waren also Delon meinte, Gott sei Dank bekomme ich endlich mal den Preis, den wollte ich schon immer mal haben. Delon? Ja. Ja. Das glaubt man natürlich in dem Moment auch. So ein... Superstar, dass er extra dafür gekommen ist. Ja. Es war ein sehr schöner Abend. Also muss man sagen, Goldene Kamera ist immer sehr, sehr festlich, immer in Berlin. Und ja, ist in dem wunderbaren Konzerthaus, das extra für diesen Anlass ja damals gebaut wurde, im 18. Jahrhundert. Ja. Und es ist am Sonntag zu sehen in Ihrem ZDF. Und damit, mein lieber Tommy, finde ich die Überleitung zu deiner neuen Show ab 23. März. Ja. Ja. Die heißt Mensch Honor. Ja. Läuft um 15 Uhr? Drei. Um 15.03 Uhr? Ja. Jeden Nachmittag... Kannst du dir gar nicht vorstellen, täglich zu sein, ne? Ich würde es nicht machen, weil man verschleißt sich. Ja. Ja, bei jedem Tag. Aber du bist jung. Es ist gefährlich, weißt du? Mir fehlt die Erfahrung. Ich kann doch nicht mitreden. Ja. Aber es ist eine Herausforderung und du weißt, wir mögen ja Menschen und wir beschäftigen uns gerne mit Menschen. Wir lassen sie zu Wort kommen. Besonders mit positiven Menschen. Ja. Und wir lassen sie ausreden, wir nehmen uns die Zeit. Ich möchte mir 60 Minuten Zeit nehmen für einen Menschen, die... ich sage es mal, originelle Dinge erlebt haben, das Leben irgendwelche Kapriolen gespielt hat. Ja. Also nicht die Nummer, mein Mann hat eine Affäre mit einem Meerschweinchen. Also so weit wollen wir nicht. Wir können aber die Adresse einblenden, wo Sie mit diesem Thema hingehen können. Also nachdem Sie bei uns waren. Ja. Also das sind sozusagen die Helden des Alltags. Ja, auch Promis, denen irgendwie eine Show weggerissen wurde. Ja, die könnten dann auch zum Helden schnell mutieren. Dann. Ja. Und auch das wäre zugelassen. Also, wenn ich dich mal anrufe, wäre mal schön, wenn du irgendwann vorbeikommst. Vorbeikommen könnte. Ist das jeden Tag live? Nein, nein, wir zeichnen auf. Wir zeichnen auf. Wo wird das gemacht werden? In München. Weil, ich habe gesagt, also das ist die einzige Bedingung. München, weil sonst sieht mich die Familie überhaupt nicht mehr. Ja, aber sag mal, machst du denn die anderen Shows weiter? Du machst versteckte Kamera. Dieses Jahr auf jeden Fall. Du machst Lass dich überraschen. Ja, da lassen sie mich nicht raus. Ja. Aber nächstes Jahr werde ich bestimmt eine weniger machen. Weil sonst wirst du endgültig zur Landplage und das will ich niemandem antun. Ja, und vor allen Dingen, es ist ja wirklich, also 4 Tage in der Woche eine Sendung und dann noch am Wochenende die große Show und so weiter. Ja, und zumal man muss sich auch bei der versteckten Kamera immer mental vorbereiten. Ja. Weißt du, da brauchst du doch für jede Sendung 30 Tage mindestens, also dich als Moderator einzustellen. Das ist nicht leicht. Ja. Wer weiß das besser als ich? Ja, eben. Ja. Also und man läuft ja so. Wann kommt die versteckte Kamera wieder? Die kommt jetzt wieder am 21. Februar, richtig? 21. Mit Sicherheit, am 21. Das Beste. Februar. Wird auch mehr so eine Karnevalsveranstaltung. Also nicht, dass wir Pappnasen haben, aber also Pappnasen auf, aber viele Pappnasen, die da sitzen. Also Bert von Cindy und Bert zum Beispiel, Wolfgang Petrell haben wir, Reinhold Beckmann haben wir reingelegt. Habt ihr reingelegt? Ja, haben ist wir schon gesendet? Das ist gesendet, das waren aus allen Streichen, wir haben 48 im letzten Jahr gesendet, durften die Zuschauer wählen, die 7 stärksten. Was habt ihr denn mit Beckmann gemacht? Hallo, hier ist die ARD. Mit Rudi Carrell. Reinhold Beckmann fuhr morgens im Taxi, war tierisch verkatert, hatte sich am Tag davor, das hat mir später erzählt, auch noch mit Uli Hoeneß gestritten. Wow. Und war also mit so einer Flappe
wie Peter Maffay zu seinen schlechtesten Tagen, ja, im Taxi gesessen. Ja. Und es läuft Radioprogramm. Und wir hatten wirklich eine Radiofrequenz angemietet. Ja. Rund um München. Er war von München außerhalb zum Flughafen unterwegs. Und plötzlich hat der Rudi gerade und sagte, ja, ich habe gestern den Rainer Bergmann gesehen. So, Pfeife, überhaupt keine Ahnung von Fußball, was er erzählt hat und so. Und da hat man gemerkt, der Mann, der nimmt die Kritik dann doch sehr, ihr sehr ernst. Wir haben ihn gefilmt im Taxi. Reinhold. Wir haben ihn natürlich, ja, im Taxi mit so einer kleinen Minicam Becky gefilmt. Becky saß hinten. Und musste sich halt diesen absoluten Verriss von, ja, Rudi Carrell anhören. Ja. Also zum Schluss haben auch noch Hörer angerufen, die gesagt haben, ja, er ist ja als Mann auch gar nicht attraktiv, also so ein Schlappschwanz. Das ist aber hart. Und ich am Morgen, sagen, und da am Morgen verkatert. Da hätte ich Manschetten. Ich weiß nicht, ob man bei Menschen so weit gehen darf. Weißt du? Also, ich muss wirklich, ja, ja, ich sag, also, das ist, und das weiß ich nicht. Also, es, und, ja, ich hatte immer ein Problem mit der... Mit der Hemmschwelle, ja, mit der Schamgrenze. Ich weiß nicht, und ja, Rainer Beckmann ist ja auch ein Mensch, also der verträgt nicht viel, also der, ja, hat wenig Nehmerqualitäten und... Die sind dann auch alle da, ja? Alle da, Samstag. Alle Rainer Beckmann sind da. In der Familie alles Bestes bei dir? Wieso fragst du? Ja, nur, weil ich sage, als jemand, der so vor Erfolg strotzt, kann man ja sagen, und so viel unterwegs, so viel zu tun hat, ja, der sieht ja die Familie kaum noch. Doch, oder? Natürlich siehst du der. Natürlich. Wirklich wahr? Ich mache alles in München. Also das meiste findet in München statt, alles, was im Studio ist. Und meine Frau hat auch gesagt, Gott sei Dank macht die Talkshow, weil dann weiß ich zumindest, an diesen Tagen bist, ja, du in der Stadt. Bist du irgendwo. Sogenannte Heimschläfer, wie beim Bund. Ein Heimschläfer, ja, ja, genau richtig. Papi geht zur Show. Spind aufräumen. Ja, genau. Und wenn er müde von der Show kommt, sagt Kinder, psst, beide hoch, ein bisschen Abspann. Richtig. Ja. Alles ruhig sein. Thomas, mein Lieber, wir werden das sehr genau verfolgen am 23. März. Tolle Sache, spannende Sache, jeden Tag. Guter Sendeplatz nachmittags gegen Meiser, Christen, Flieger und so weiter. Ja, ja. Da ist der Markt richtig, aber das muss man, die Herausforderung muss man annehmen. Konkurrenz hast du immer. Absolut, du wirst es packen. Ja? Na, warte mal. Vergiss das nicht und komm wieder vorbei. Okay, ja? Alles klar. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, eine außergewöhnlich attraktive Frau. Miss, heute seit 1993 Moderatorin, von heute in ihrem ZDF und zurzeit im ZDF-Studio in Bonn. Aus der großen Politik bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Katrin Möller. Oh, das ist aber lieb. Guck mal hier, wie nett. Das, weil morgen Valentinstag ist. Bitte schön. Dankeschön, Katrin. Wir duzen uns, Katrin und ich. Wir sind ganz überrascht. Ja, noch nicht lange, aber es bleibt unser Geheimnis, oder? Wie ist das? Duzt man sich beim ZDF? Peter Hane, Klaus Seibe, Stolti Baby und so weiter. Duzt man sich also da, oder? Also Stolti Baby duzt relativ wenig Menschen. Ich glaube, so gut wie keinen, bis auf seine Familie. Professor Stolti, aber die duzt er. Genau. Professor Stolti, genau, der Intendant des, genau, ZDF. Ja. Sonst ist man, aber in der Heute-Redaktion ist man per Du? Nicht mit allen. Also mit Peter Hane und Klaus Seibe bin ich nicht per Du. Wir sind, nein? Ja. Man kann mit Peter Hane nicht per Du sein. Ob man das kann, ist, ja, eine andere Frage. Aber wir sind aber nicht per Du. Der Kontakt stimmt und der die Kontakt Harmonie stimmt ist da. Und die Harmonie und ist wunderbar. Jawohl. Legt man sich kleine Geschenke irgendwie auf den Tisch, wenn man sozusagen in der Woche sich ablöst. Für dich, Gruß Peter oder sowas. Legt kommt immer schon mal vor, ja. Behauptet er ja immer, jetzt können wir das mal überprüfen. Ja? Du kannst ja eigentlich mal ideal die Frage beantworten, wie kommt man eigentlich zum Fernsehen? Indem man auf der Straße angesprochen wird und dann losgeht. Das war bei dir so? Das war bei mir Wo so. War das? In Berlin auf dem Alexanderplatz. Du gingst auf dem Alexanderplatz. Und dann kam ein junger Mann vorbei und hat gemeint, wollen Sie nicht zum Fernsehen? Und dann habe ich gesagt, da sind andere Leute schon mal auf bessere Ideen gekommen, um, ja, einen zum Kaffee einzuladen. Aber es war in der Tat so. Ich sollte zum Fernsehen. Und dann bin ich losgegangen und habe mich quasi von der Pforte durchgefragt irgendwann. Und dann saß ich irgendwann im Studio. Was war das, die erste Sendung? Die erste Sendung war Länderjournal, hieß es damals. Das war damals noch DFF? Ja, richtig. Ja? Mhm. Und wie lange ging das? Das ging anderthalb Jahre. Das war ja eine Sendung, die aus der Taufe gehoben wurde im Wendejahr. Ja. Und das waren anderthalb Stunden live, aktuelle Tagespolitik und Ratgeber mixt mit allen möglichen Quatsch, den wir auch gemacht, ja, haben. Und das war insofern eine sehr, sehr schöne Zeit, weil man wirklich machen konnte, was man wollte. Wir haben uns früh ausgedacht, was wir abends senden. Und im Grunde wussten wir früh noch wenig, was, ja, wir abends senden sollten. Dann haben wir unsere Deko mitgebracht von zu Hause, weil wenig da war. Nein. Und lauter so Geschichten. Wie, also, die Deko war selber ins Studio mitgebracht? Natürlich, klar. Und wie kommt dann, dann sitzen irgendwo die wachen Talentspäher des ZDF und sagen, Heinz, da ist eine Frau in Berlin, die sieht super aus. Oh, die müssen wir, ja, holen, die müssen wir nach Mainz. Läuft das, genau, so? Genau, so war das, ja. Und dann aus Berlin in die Powerstadt nach Mainz. Ist das eine Umstellung ein bisschen? Nein, eigentlich. Das war, oder, eine ziemliche Umstellung, ja. Aber in Mainz ist doch super, oder?
Da sind die Leute auch immer alle so nett, gell? Ist das so? Ja, aber Sie haben den Dialekt schon sehr, sehr, sehr gut drauf. Ja, mein Sohn, der kommt auch immer nach Hause und sagt, Mama, wo sie da ran sind? Ja, wirklich wahr? Ja. Wie ist das so, sprechen einen die Leute da so auf der Straße an? Ich glaube, in Mainz, da glauben ja die Leute, dass ZDF gehört so irgendwie auch richtig, gehört den Leuten da in der Stadt. Oder sagt, Frau Müller, gestern Abend, bringen Sie doch mal was, immer nur immer was Schiffs Nettes, bringen Sie doch mal was Nettes. Ja, sagen die Leute einem immer sowas Schreckliches, jede Abend sowas Schreckliches. Ja. Wie ist das eigentlich so als Nachrichtensprecher? Ich meine, man selber sagt ja irgendwie, schaltet die Nachrichten weg, man kann das Elend nicht mehr sehen, aber man muss es ja präsentieren. Geht einem das irgendwie nahe? Ja, manches geht einem natürlich sehr nah, aber das darf einem auf dem Sender nicht nahe gehen. Und da muss man schon Distanz zu den Dingen haben, die man da macht. Und die einzige Möglichkeit, die man hat, ein bisschen Menschlichkeit, sage ich mal, mit überzubringen, besteht darin, dass man versucht, an den richtigen Stellen Pausen zu machen und keine, ich sag mal, Kontraste, ja, wenn wirklich Schreckliches mit Buntem zusammenkommt, so aufeinander knallen zu lassen, dass der Zuschauer denkt, pff, meine Güte, hat die Frau überhaupt keine Sensibilität. Da entsprechend überzuleiten, ist unsere Aufgabe. Aber so ist ja auch das Leben. Oder? Absturz, Triumph, das Wetter. Ich meine, okay, man kann eine Pause machen, aber so ist es nun mal, oder? Da nimmt ja auch das Leben irgendwie keine Rücksicht. Und der Unterschied ist ja, für eine Nachrichtensprecherin sind ja sozusagen die Katastrophen die Quotenknüller. Da will jeder sehen, für uns ist ganz schlimm, können wir keine Witze drüber machen. Hm. Wobei ich an der Stelle, glaube ich, mal sagen darf, auch im Interesse unserer drei anderen Kollegen, die da um 19 Uhr auftauchen, dass wir unsere Nachrichten schon selber schreiben und insofern keine Sprecher sind. Nee, das weiß ich. Oh, das ist ein ganz sensibles Gebiet. Ne? Wie heißt ihr Redakteure? Wir heißen Redakteure im Studio, richtig. Redakteur im Studio, ja. Ich meine das auch nur, weil das ist wirklich immer so, man sagt halt Sprecher, weil es in der guten alten Zeit, als ich aufgewachsen Ansager bin. Ansager heißt das ja. Ansagerin Ansage. Und so weiter. Selbst Wolf von Julewski, Wolf von Lojewski kriegt Lojo ja Briefe. Baby, wie wir ich war, da steht dran, an den Ansager Lojo, genau. Ja, bei Tagesschau im ZDF. Das ist so. Aber ich meine das nicht abwerten, sondern das ist einfach so ein Sprachwort. Ja. Redakteurin im Studio, Katrin Möller. Harald Schmidt. Das wäre was für mich. Hallo, willkommen bei heute. Oder? Das, why not? Aber nein, ich wäre nicht seriös genug. Was ist das jetzt, was du jetzt im ZDF-Studio in Bonn machst? Da habe ich als Reporter gearbeitet ein paar Wochen. Und habe quasi die aktuellen Nachrichtensendungen mit Filmen beliefert. Stücken, wie wir sagen. Da bist du vor Ort und machst diese Filme, wo sozusagen der BMW vorfährt. Oder man den Aschenbecher mal groß im Bild sieht, wenn kein Dialog stattfindet oder so, diese Beiträge, ja? Nein, also ich war zum Beispiel bei der Entscheidung im Bundestag über das Nichtraucherschutzgesetz dabei und habe darüber berichtet. Rauchst oder du selber? Heute über, ja. Wie viel am Tag? 5. Schachteln oder was? Nein. Nein, Zigaretten, ja. Das ist ja gar nicht, oder? Das ist ja eigentlich so gut wie überhaupt nicht rauchen. 5, das geht ja noch. Ja, ist Genussraucher, würde ich sagen. Ne? Das heißt, eine Zigarette nach dem Frühstück. Ja? Nein, noch nicht. So noch früh fange ich eine Zigarette nach dem in der Regel abends nach dem Abendbrot zum Wein. Da die erste? Ja. Und wann kommen dann die anderen 4? Zwischendrin mal, aber gerne abends. Ja. Und du bist auch Reporterin und Journalistin, die Beiträge liefert. Für das große Loveboat des ZDF, für Frontal. Ja. Hauser Kienzle. Genau. Unter anderem war ich da tätig und habe da verschiedene Sachen auch schon gemacht. Ja, das ist dann sozusagen immer in der Woche, wenn du nicht heute. Naja, das kann man nicht mal eben so machen. Also da habe ich mir auch einen längeren Zeitraum freigenommen und habe dann für Frontal gearbeitet. Ja. Und habe unter anderem beispielsweise eine längere Geschichte gemacht über Titan, eine Kettenspielorganisation, die eine kriminelle Organisation ist, kann man schon fast sagen. Ja. Eine attraktive Frau im seriösen Nachrichtengeschäft, gibt es da nicht böse Private, die versuchen, einen abzuwerben? Privatsender? Das kommt vor, ja. Gab's schon? Ja. Wer zum Beispiel? Erzähle ich nicht. Soll ich raten? Ich weiß es, das wäre unfair, weil ich hab's gelesen. Ja? Ja. Ist aber ja ein tolles Ding. Ja. Ja. Aber man darf es nicht nennen. Ja, wenn du möchtest, nenn es. Also ich habe gelesen, es war Herr Aust aus Hamburg. Auch, ja. Stefan Aust, auch. Ja. Noch mehr? Ja. Aber Herr Aust war er der Drängendste, der es unbedingt wollte, der Chef vom Spiegel, von Spiegel TV, von Spiegel TV Thema, von Spiegel TV Thema aktuell und von Spieglern an der Wand. Ja, wollte er das unbedingt? Er wollte es, aber ich wollte dann nicht und Also er gehört ja überhaupt zu den Drängern vor dem Herrn, ne? Insofern. So gut kenne ich ihn jetzt wieder nicht. Ja, aber er ist natürlich dynamisch und muss natürlich gucken, dass sein Laden läuft. Ne? In der Tat. Und du bleibst aber dem ZDF treu? Ja, ich glaube schon, ja. Ist ja auch wunderbar. Zumindest vorerst. Ja, und es läuft ja prima. Es läuft prima und ich wusste gar nicht, warum ich weggehen sollte. Willst du auch mal vielleicht, was ja viele so aus der Nachrichtenbranche wollen, so ein bisschen in die Unterhaltung rein? Nee, das habe ich hinter mir. Also ich glaube nicht, dass ich das wieder mache. Was war das?
Also ich habe ja noch zu Zeiten, als ich beim DDR-Fernsehen war, alles Mögliche an Unterhaltungsgeschichten gemacht. Im Grunde habe ich damit auch angefangen und habe mich dann aber im Verlaufe der Zeit sehr schnell dafür entschieden, dass das unterhaltende Geschäft nicht so sehr das meine ist, sondern eher das immer ernster werdende. Und insofern bin ich also jetzt in Bonn gerade richtig gewesen. Toll, das sind Karriereaussichten, oder? War schön, dass du bei uns warst. Weiterhin viel Erfolg und wir schauen das sehr gerne. Und wir werden das verfolgen, was sich weiter tut und freuen uns, wenn du wieder vorbeikommst. In einer anderen Funktion. Gut. Ja? Katrin Müller, meine Damen und Herren. Tschüss.